Lieber Wuselstunden, Freunde, ich habe schon einmal vorgelesen in der Wuselstunde. Mein Name ist Recha Grebner und heute liest meine kleine Freundin Mattea vor. Eine von mir befreundete Autorin hat uns ihr Buch zur Verfügung gestellt, was euch Mattea jetzt gleich vorlesen wird. Es ist Marion Clara Mazzaglia und der Illustrator ist Tobias Goldschalt. Das Buch wurde im Neumann Klug Verlag 2018 herausgegeben. So, Mattea, jetzt bist du dran. Hallo, ich bin die Mattea. Ich wohne in Nordhausen und bin 10 Jahre alt. Und ich würde euch jetzt gerne dieses Buch vorlesen. Also das hier ist Nele und das ist ihr Papa. Und das hier ist das Tier, um was es heute geht. Dieses Buch heißt Eine Königslibelle in Nellas Garten. Jetzt sind wir aber alle gespannt. Oh, wie schön, ruft Nele. Sie spaziert mit ihrem Kescher durch den Garten. Die bunten Blumen auf der Wiese leuchten in allen Regenbogenfarben. Über die Blumen tanzen lustige Schmetterlinge im Sonnenschein. Auf einmal bleibt Nele stehen. Siehst du das auch? Sitzt hier nicht etwas am Rand des Gartenteiches? Was ist das für ein seltsames Tier mit langen Beinen, das ist da gerade aus dem Wasser kriecht? Wundert sich Nele. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Tier ist? Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Hier seht ihr die bunten Schmetterlinge, die... Warte mal, ich helfe dir mal beim Buch hochhalten, damit das die Kinder auch sehen. Hier seht ihr die bunten Schmetterlinge, die gerade durch die Wiesen fliegen. Ja. Hat er ein schönes Grün gewählt, der Herr Gottschalt. Sehr schön. Vorsichtig kniet Nele vor den winzigen Lebewesen im Gras. Sie beobachtet es neugierig. Das Tier kriecht langsam zu der Blumenwiese. Dort klettert es am Stiel einer Blume hinauf, fällt auf den Boden herunter und probiert es immer wieder, bis es endlich klappt. Ich finde, man sollte Sachen öfters probieren, wenn sie es nicht klappt. Nele überlegt, weshalb macht das Tier sich diese Mühe? Die Sonne scheint heute besonders warm. Das wäre doch viel schöner, im kühlen Teich zu schwimmen, als in der Hitze zu klettern. Plötzlich bewegt sich das merkwürdige Wesen so wild, dass die ganze Blume hin und her wackelt. Kämpft es etwa mit der Blume? Keine Ahnung, ob es mit der Blume kämpft. Hier seht ihr nochmal die Nele mit ihrem Kescher. Und hier ist das kleine Lebewesen, das sie sieht. Und hier ist der Teich. Da wäre man jetzt bei der Kälte auch am liebsten bei Nele im Garten, ne? Anstatt hier im kalten Winter. Puh. Aber nein, kugelrunde Augen, ein großer Kopf auf einen Mund schlüpfen, aus dem kleinen Körper heraus. Papa, Papa, komm schnell, schau mal, was ist denn das? Ruft Nele aufgeregt. Papa staunt. Nele, du hast etwas ganz Besonderes entdeckt. Das ist eine Königslibelle, die gerade aus ihrer Larvenhaut schlüpft. Sie wohnt im Winter als Larve im Gartenteich. Unter der Eisdecke der Larvenhaut ist ihr Schutzanzug, ähnlich wie ein Taucheranzug. Das wartet die Libellenlarve, bis ein besonders sonniger Tag kommt und verlässt das Wasser. Ich helfe dir wieder beim Hochhalten und du erklärst den Kindern das Bild. Hier schlüpft die Königslibelle gerade aus ihrer Haut, also aus der Larvenhaut, die ja wie ein Schutzanzug ist. Und hier hat der
Illustrator noch ein Schmetterling gezeichnet und ich finde ein wunderschönes Gesicht von der Nele, ne? Die ja. sich richtig freut, so eine Libelle zu sehen. Bis man den ganzen Körper erkennt, dauert es ziemlich lange. Nele entdeckt auch durchsichtige Flügel, die am Rücken festgekleben. Sie schimmern in der Sonne. Die Königslibelle leuchtet nun grün-blau. Auf ihren Körper sind kleine Glitzerpunkte und ein wunderschönes Zackenmuster zu sehen. Mhm. Die Libelle kann ich mir sehr, sehr schön vorstellen. Können wir der Libelle einen Namen geben? Will Nele wissen. Papa überlegt, das ist eine gute Idee. Aber wie soll sie denn heißen? Nele denkt kurz nach. Ich weiß es! Wir nennen sie Ella. Papa ist begeistert. Das ist ein schöner Name. Herzlich willkommen auf dieser Welt, liebe Ella. Hier seht ihr nochmal diese schöne Königslibelle. Sie glitzert auch ganz, ganz schön, finde ich. Und diese Blumen, das ist eine sehr schöne Farbe, finde ich. Kennt ihr die Blumen? Hm. Das sind doch die Mondblumen. Nele beobachtet ganz schön lange mit ihrem Papa die Königslibelle. Langsam kann Nele auch in den Flügeln ein Muster erkennen. Sie erinnern mich an zerbrochenes Glas, flüstert sie. Bis die Sonne Ellas Flügel getrocknet hat, dauert es den ganzen Nachmittag. Wusstest du, dass man Libellen mit den Kescherfangen nicht fangen darf? Papa, Nele schüttelt den Kopf. Papa erklärt. Libellen stehen unter Naturschutz, weil es nicht mehr viele Libellen auf der Welt gibt. Sie zu fangen ist deshalb verboten. Wisst ihr, was Naturschutz ist? Naturschutz ist, wenn man Tiere nicht fangen darf, weil sie sehr, sehr besonders sind. Mhm, was du alles weißt, hä? Nele findet es zwar schade, dass sie die Libellen nicht fangen darf, doch sie wäre auch sehr traurig, wenn es eines Tages diese wunderschönen Tiere nicht mehr gäbe. Was essen Libellen eigentlich? Möchte Nele wissen. Libellen fressen Mücken und andere kleine Insekten. Da hätte ich mir was anderes vorgestellt. Was ist denn dein Lieblingsessen? Das ist besonders daran, ist, dass sie ihre Beute im Flug fangen können. Sie sind richtige Flugkünstler, erzählt Papa. Ach, das hätten wir beinahe vergessen. Gerade diese große Libelle, die der Illustrator jetzt so schön dargestellt hat, hier über die ganzen zwei Seiten, ne? Hier seht ihr auch nochmal diese schönen Flügel, die so aussehen wie zerbrochenes Glas von der Königslibelle. Ja, sind sehr, sehr schön farben. Als Nele in Richtung Ella schaut, bemerkt sie eine Bewegung am Blumenstiel. Ella dreht und streckt sich ganz, sie flattert ihre Flügel ganz weit auseinander. Sieh mal, Papa, wie groß die Libelle ist, staunt Nele. Brumm, flatter, rotter, auf einmal fliegt Ella blitzschnell und gerade nach oben, wie ein Hubschrauber. Erst schwebt sie über den Blumen, dann macht sie einen großen Bogen zur Wiese und kommt rückartig wieder zu Nele zurück. Wahrscheinlich sind es wieder Mondblumen, aber es könnten verschiedene Blumen sein. Mhm, hast du recht. Über Neles Kopf bleibt sie in der Luft stehen. Schau, Papa, Ella will mir auf Wiedersehen sagen, jubelt Nele. Endlich ist die Königslibelle frei und nicht mehr
der Larvenhaut gefangen. Jetzt kann sie neugierig die Welt erkunden. Ich erkunde auch gerne Sachen. Hier seht ihr nochmal das Bild. Hier rennt Nele, der Königslibelle, hinterher. Ja. Lustig, ne? Papa und Nele schauen Ella lange hinterher. Sie fliegt über den Gartenteich, aus dem sie heute Morgen herausgekommen ist. Sie kann sogar rückwärts fliegen, stellt Nele bewundert fest. Auf einer Seerose macht die Königslibelle noch eine kleine Pause. Es sieht aus, als würde sie die Wasseroberfläche beobachten. Dort drehen sich Kreise, weil kleine Fische das Wasser von unten antippen. Schon fliegt Ella weiter, bald ist sie nicht mehr zu sehen. Ich helfe dir wieder beim Hochhalten des Buches. Hier ist unsere kleine Königslibelle Ella. Sie macht gerade auf einer Seerose, die wunderschön gezeichnet ist, Pause. Hier sind diese schönen Fische, sind auch schön gezeichnet. Ella hat die Königslibelle so gerne, dass sie sogar ein Lied für sie dichtet. Habt ihr schon mal ein Lied gedichtet über den Menschen, den ihr ganz, ganz dolle mag? Oder ihr Tier? Oder irgendjemand, den ihr ganz dolle mögt? Hast du das schon mal gemacht? Nein, leider noch nicht, aber ich will es bald mal, vielleicht, wenn ich dazu komme. Ja, schön. Am Ende des Sommers kommt Ella tatsächlich wieder in Neles Garten zurück. Papa, Papa, komm schnell! Ella ist wieder da, ruft Nele. Die Königslibelle bringt eine Überraschung mit. Sie wirft im Flug kleine Eier in den Gartenteich, aus denen schon bald winzige Larven schlüpfen werden. Weißt du, was dann passiert? Genau, im nächsten Sommer kriecht die Larve aus dem Wasser, um an den Stiel in den Blüten hinaufzuklettern. Aus jeder Larve schlüpft wieder eine Königslibelle. Die Sonne trocknet dann ihre Flügel, Körper und Muskeln tanken Kraft durch die Wärme. Danach fliegen sie blitzschnell einen Hubschrauber in die Luft. Und der erste spannende Entdeckungsflug von Ellas lieben Kindern beginnt. Hier seht ihr nochmal die kleine Königslibelle Ella. Da wirft sie gerade diese Eier ins Wasser. Die sind wirklich klein, oder? Ja. Und hier ist nochmal das Spiegelbild im Wasser von Ellas Papa. Und Nils Papa und Nele. Auf der nächsten Seite gibt es hier noch den Lebenskreislauf von einer Libelle. Das ist ganz schön erklärt. Ja. Das war die Geschichte von einer Königslibelle in Neles Garten. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wir haben schon angefangen, diesen Sommer so manche Libelle zu beobachten und haben uns das für den anderen nächsten Sommer schon vorgenommen. Und ja, die Geschichte passt ja wunderbar jetzt im Winter, wenn ihr dann schon Pläne für das neue Jahr macht. Ja, das war unsere Geschichte.